Hi, hallo und herzlich willkommen im Land der Kirschblüte, heute zu einem Tajima-Messer-Spezial. Ja, bin auf den Geschmack gekommen, bin ja großer Fan von den Milwaukee-Messern, aber Tajima macht auch richtig starke Sachen und da möchte ich euch mal meine Kollektion zeigen und auch noch ein paar Dinge dazu erklären. Auch was ganz Tolles, was ich gefunden habe. Fangen wir mal an hier mit den 9 mm. Und zwar sind es Cuttermesser. Ja. Die kann man hier schön gerastet ausfahren und auch wieder zurück. Und da hinten, wenn ich die Dinge tauschen möchte, kann ich das hier aushängen, dass sie besser an die Klinge hinkommen. Die gibt es auch mit dem Verstellrad. Da habe ich die mit der 18 mm Klinge hier liegen. Da geht es nicht so schnell, da muss man schon mal aufkurbeln. Dann kann ich schön arretiert ausstellen, kann es auch nach hinten raus machen und es hat hier einen Halter und im Griff sind hier hinten extra Klingen drin von Tajima, und zwar 2 Stück, die kommen gleich mit dem Messer mit. Ja, ist toll, 2 Komponenten, Kunststoff und da vorne ist extra angeschliffen, dass man hier Farbeimer aufmachen kann, sagen die. Ja, was ist das? Schaut genauso aus, steht nur was anderes oben. Na, wird, hat sich so ein Tajima-Messer und die Nagel gerissen und gebrandet. Im Endeffekt genau das gleiche, nur hier halt nicht mit dem Feststellrad, sondern mit diesem schnellen Verschluss. Und das gibt es auch in einem schönen Weiß. Tajima. Und zwar mit der 25 mm Klinge. Auch mit dem Rädchen unten sogar verchromt. Schaut ganz toll aus. Und das sind so die Standardmesser. Die kann man zählen, die machen einiges mit. Ja, das gehört in jeden Werkzeugkoffer rein und preis-leistungstechnisch sind die echt toll. Dann gibt es Sicherheitsmesser von Tajima. Das muss man erst mal aussiegeln, dass aufgeht. Und wenn man es loslässt, schneidet es sofort zurück. Also hier oben in der Rechtsklinge und hinten auch eine Öse, je nach Anwendungszweck. Da habe ich auch das kleine Messer einmal eins gemacht. Da könnt ihr euch mal informieren, was für Messertypen das es gibt. Hier liegen eigentlich nur Cuttermesser und jetzt die Sicherheitsmesser. Und dann gibt es auch 9 mm, auch was ganz Nices. Und zwar eins, das kann man so mit einer Sicherheitsfunktion vorschieben. Und wenn man es loslässt, schneidet es zurück. Oder ich kann es auch ganz ausschieben. Da hinten muss man aufmachen, dann kann man die Klinge wechseln. Und ansonsten ist es auch aus Aluminium, Druckguss und Kunststoff, liegt richtig gut in der Hand. Und ist eine tolle Sache. Das gibt es auch in 18 mm. Gleiche Funktionsweise. Bisschen massiver. Auch hier hinten kann man das Teil aushängen, dass man die Klinge wechseln kann. Und für die gibt es halt auch Ersatzklingen, zum Beispiel in Schwarz. Und in ganz normalem Metall. Und es gibt welche, die haben so perforierte Klingen zum Abbrechen. Und es gibt welche, die haben auch solide Klingen. Die kann man dann besser biegen. Die brechen nicht so schnell ab. Und, habe ich euch auch schon gezeigt, im Messer einmal eins, diese Safe Snap Box. Da kann man so Klinge reinmachen. Und da zack abkrachen. Dann fliegen die nicht rum. Sonst müssen wir das mit einer Zange machen. Tolle Sache. Und dann fast eins meiner Lieblingsmesser. Auch mit hier Sicherheitsfunktion. Kann man ausziehen. Geht auch, denke ich, nach hinten raus, wenn ich es weit genug nach hinten mache. Ja. Das Ganze drum in der Hand. Und rein geht es auch wieder. Vorne eben auch die tolle Lasche für die Farbeimer und hinten für den Trockenbau eine extra Klinge. Ja, so viel zum Tajima Spezial. Wenn ihr noch ein paar Inputs habt, Anregungen oder vielleicht irgendein Messer vermisst, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren unten Bescheid geben. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen und über Abo würde mich freuen.